So, weiter geht's. Was meckert Mark die ganze Zeit im Hintergrund rum, ey? Die ganze Zeit, ich war gerade offscreen. Die ganze Zeit ist er am rumjammern und meckern ja, und pappern. Du hast nicht so viel gemeckert, also musst du ja deinen Job übernehmen. Ja, weil ich wieder gute Laune kriege, weil es wieder Story kommt und so. Jetzt wird es wieder spannend, meines Erachtens. Ich habe ja die ganze Zeit ein Schutzschild um, das nervt irgendwie ein bisschen. Das könnte tappen. Meinst du, du schaffst das heute noch fertig, sodass wir dann nächstes Mal hier anfangen können mit der Instanz? Ich weiß das nicht, wie weit seid ihr denn? Also wir sind jetzt, also Graun und ich sind so weit, dass wir mit der Instanz anfangen können. Achso, ihr habt das Spiel schon durchgespielt. Na gut, dann kann das ja ewig dauern. Mark ist fast fertig. Mark braucht nur noch einen, ne? Ne, ich guck gerade das Hologramm von Timing. Aber dann bist du nicht mehr bei den Geister. Wie viele Geister brauchst du denn noch? Prinzipiell. Nee. Du hast alle Geister? Ja. Ja, du bist ja auch fertig. Ne, ich guck gerade das Hologramm von Timing. Wie oft soll sich... Wegmarke, du anfängst. Ja, genau. Mein Name ist Lyra, Lyra Lathandiel, und ich bin der Schlechte des Grauens. Was? Du bist Grauen? Das fiel mir gerade mal so ein. Ich habe auch mal überlegt, ich habe ja so ein Umstyling-Kit dazu erworben, ob ich meinen Charakter nicht mal so eine kleine Frisurveränderung verpasse. Veränderung in der Größe und was weiß ich, Gesichtsfarbe und was auch immer, macht ja gar keinen Sinn. Aber Veränderung im Leben oder sowas, das ist immer wichtig. Du hast auf jeden Fall, wenn du das Frisur-Kit benutzt, mehr Frisuren, als wie du bei der Charaktererstellung hast. Ja, das habe ich auch schon gesehen, da sind so Exklusivdinge dabei, ne? Das hat eine ganze Menge. Ich habe das erstmal außen vor gelassen. Das Ding gammelt erstmal in mein Inventar rum. Aber wenn wir bei Folge 700 angekommen sind, könnte man über eine. Durchaus über eine scheiß Rankengreifkacke nachdenken. Ich dachte, jetzt kommt eine Frisur, die wie 700 aussieht. Was? Eine 700 auf dem Kopf. Eine 700 auf dem Kopf, ja. Also wie hier der, Mr. Seven oder so hier der, ich weiß nicht, ob das der bei One Piece, der eine mit der brennenden Kerze da, der das Wachsmann. Das war eine, Mr. Three, genau. Aber Mr. Seven war auch cool. Und jetzt 700 auf dem Kopf. Ah, schön, jetzt wird's dampfig. So, bin da. Ganz ehrlich, wenn du die ganze Zeit abblockst, dann stirbst du anscheinend schneller, als ich dachte. Das ist okay, das ist auch eine Option. Nö. Negativ. Gerade kurz festgestellt, dass das nicht geht, wenn man darüber springt. Du beschissenes Kackviech. Kannst du mal aufhören? Jetzt kriegst du volles Pfund aufs. Hallo! Hör auf mich umzubringen! Auf, jetzt dreh ich mich eigentlich auf. Ich bin eh stärker als er. Hä? Glitch? Bitte sag, dass ich da durchkomme. Ich bin so nah dran am Ziel hier. Ich konnte mich durchglitschen! Cool! Sehr schön! Ich hab das komplette Rätsel übersprungen. Geil. Jo, dann hören wir uns mal den Geist an, ne? Einfach durchgeglitscht, wie geil ist das denn? Ich hörte, dass ihr kommen würdet. Ich hatte dennoch nicht damit gerechnet. Ihr habt euer Wort gehalten. Boah, wie ein Goa'uld. Ich biete euch meinen Schutz für eure Reise in den Schlumm des Vulkans. Er wirkt nur dort. Danke, dass ihr mir helft. Timmy wird loslegen in 5, 4, 3, 2, 1. Tja, doch nicht.
Ich glitsch mich gleich wieder raus. Das wird bestimmt wieder funktionieren. Das war ja lustig. Ja, okay, sie wird ja doch nicht reden. So, kann ich wieder rausglitschen? Ich kann einfach da rumherum gehen. Oh! Okay, da aufpassen. Das tut weh. Und wie das weh tut, ey. Das hätte mich getötet. Ja, nice. Geil, das komplette Rätsel. Zweimal hintereinander übersprungen. Einmal rechts rum und dann... Dieses Dampfrätsel, ne? Was ihr auch gemacht habt. Das konnte ich überspringen, indem ich rechts rum war und dann durch das Tor durch. So, jetzt habe ich nur noch einen Geist übrig. Okay, da weiß ich schon, wie ich hin muss. Ich bin übrigens im Discord wieder im richtigen Channel, ne? So wollte ich nochmal erwähnen. Nicht, dass Leute denken, dass hier irgendwas schief läuft, aber aus irgendwelchen Gründen stehen die alle hier oben. Das ist nicht das Azura-Portal. Da unten ist es nicht, oder? Nee, das muss geradeaus durch sein. Ah, da ist es. Das komplette Rätsel, schon wieder übersprungen. Ja, bei Rata Arcanum ist nicht schwer. Ja, einfach drüber fliegen. Genau. Beim anderen, ist ja geil. Beim anderen war das so, da bin ich halt hinten rechts rum an dem Dampfrätsel vorbei und dann per EU-Perspektive rechts durch das Tor geglitscht. Das Spiel hat gedacht, ich wäre im Stein und hat mich einfach nach rechts versetzt. Okay, du kannst auch links am Tor vorbeilaufen. Ja, sehr cool. Ihr habt einen trügerischen Pfad beschritten. Das Schlimmste steht euch noch bevor. Ihr müsst euch jetzt in den Schlund des Vulkans begeben. Dort werdet ihr finden, wen ihr sucht. Den lange verschollenen Gott des Feuers. Geht nun. Die Segen, die ihr empfangen habt, werden aufgehoben, wenn ihr eure Pflichten erledigt habt. Ihr dürft nicht scheitern. Auf zum Scheitelpunkt. Okay, auf zur Wegmarke. In den Vulkan. Folgt Balthasar in den Schlot des Vulkans. Piu. Genau, das ist jetzt nicht ganz gedauert, aber wohl 20 Minuten bis halbe Stunde. Ja, dann würde ich sagen, bringen das können wir doch hin. Nee. Das kriegen wir hin, habe ich gesagt. Das 20 wir Minuten. Ich habe keine Lust, schon wieder mitten in den Test aufrennen zu müssen. Ich wollte noch nicht runterspringen. Du hörst auch immer in den Quests auf. Mittlerweile sind die Leute das gewohnt. Wenn du die anfängst, wenn das keinen Sinn macht, dann bleibt mir nichts anderes übrig. Kann man hier sterben eigentlich, wenn man hier... nee, das ist einfach nichts. kann mir mal jemand helfen? Ich komme hier nicht mal raus. Ich bin irgendwie in ein Loch reingefallen. Schau, dass man keine Seile runterreichen kann oder so. Ach, da bist du. Da kommt man nicht raus? Nee, anscheinend nicht. Toll. Das war doch mal ausprobieren. Ach, da geht's noch tiefer, okay. Kann ich mal springen? Was soll das? Ja, ich kann schon springen, aber ich komme hier nicht raus. Nee, ich kann nicht springen. Ich bleib irgendwo hängen. Na toll. Hat sich ja toll gelohnt.
Aber wenigstens konnte ich diesen Bug auch nochmal zeigen. Es sind immer nur Bugs, die ich auftauche. Super, das hätte ihr beendet die Folge jetzt schon bei 10 Minuten. Wie schreibt sich ernsthaft EA da rechts rein? Hast du denn schon die ganze Karte freigeschaltet? Die ganze Karte ist freigeschaltet. Das kann man ja noch irgendwas anderes eben machen. Brauchst du noch irgendwo Beherrscherpunkte oder so? Was ich aber noch hatte... Ja, aber ich glaube, die sind halt durch, ne? Also ich habe 2 Stück auf der Karte, glaube ich, gefunden. Du auch? Ich habe 3 oder 4 gefunden. 3 oder 4? Ja. Ich kann sie ja noch nicht mal mehr sehen. Ich weiß nicht, wo die sind. Also ich sehe nur 2 gerade. Also da habe ich einen, da habe ich einen. Was? Wo ist der zweite? Da ist einer, ja. Da unten ist noch einer. Ja genau, die 2, ja. Ja, den habe ich auch. Ich war da ziemlich gründlich, was ich da gesehen habe. Hast du doch nur 2, oder nicht? 3. Da unten ist noch einer bei brennender Abgrund. Und hier ist auch noch einer. Wieso sehe ich das nicht? Einmal wo? Hier. Ja, genau, den meinen wir ja. Den und den da oben. Aber wo ist der dritte? Warte mal. Da war einer, da war einer. Da war definitiv noch einer, Moment. Also hier sehe ich keinen. Genau, die beiden meine ich. Ach doch, jetzt sehe ich den. Dann ist da unten einer. Der ist ganz schön blass. Da war noch ein dritter, wo ist denn? Ach, da ist der auf der Insel. 1, 2, 3. Er sollte relativ einfach zu kriegen sein. Bin ich blind? Ich habe doch gerade den dritten gesehen. Ja, oben die beiden und unten der. Ja, genau. Ne, da war noch ein vierter. Wo ist denn der hin? Ach so. Guck mal, aber eigentlich müsste ich die meisten hier haben. Der ist weg, aber ich glaube, wir haben eh alle. Sonst hätte ich den gerade gesehen. Wir sind auf der untersten Ebene. Warst du noch irgendwo auf einer anderen Karte, wo wir waren? Nein. Dann mache ich Italien jetzt. Ich glaube, Tahrir müsste frei sein. So, du siehst, dass er sammeln kann. Oder kriegt Tahrir gerade eins auf die Fresse? Ich höre nämlich die Musik dazu. Oder auch nicht. So, hier runter. Nee, zurück. Muss noch einmal durch die Tür hier. Das ist nicht da, wo der komische Drache ist. Das ist weiter rechts. Kraun, weißt du, wie das beim Widerstand des Drachen gerade aussieht? Das ist alle 2 Stunden das Event das und muss ich mal eben schauen, wann das jetzt wieder wäre. Ich glaube, das war bei dem hier, ne? Offensichtlich nicht. Wo kriegt man den denn noch her? Scheint im Moment nicht zu sein. Ich meine, das war bereits um 1:30, oder? Ja, das muss ich nämlich... schon davor die Stunde. Das müssen wir mal machen, weil ich brauche Zeug aus. Ich brauche Zeug daraus. Ja, und da kriegst du auch nochmal Beherrschungspunkte, glaube ich, wenn man da das Event macht. Oh, ich hab mir ja sowieso noch erfahren. Na. Es gibt nur 3 Punkte hier. So, gucken, wo ich das Ding krieg. Hast du ja schon alle, Marc? Ja.
glaube ja. Ja. Beim Abbau vom Erz in güldenen Talkessel gefunden. Beim Abbau vom Erz. Welchem Erz? Irgendwelchen Erz? Ist das egal, welchen Erz ich dann brauche? Dann einfach nur Hacke drauf, fertig. Oh, scheiße, was ist denn hier los? Oh, Leute, killt das Ding doch einfach. Was kann ich vor... Oh, die Leute in Tahrir stehen manchmal einfach nur so rum und tun sich töten. Lassen. Pilze mit dritten Enthüllung. Eisfächer aufbauen. Tahrir startet gleich. Sehe ich das richtig? Ja, genau. Cool. Das heißt, ich krieg gleich Geld. Auf gut Deutsch. Oder auch nicht, weil man weiß es halt nicht. Tja. Warte mal, was ist das? Ist das Erz? Mithril-Erz. Das ist doch Erz, ne? Ey, das ist mein Mithril. Glaubst du mir es jetzt? Das heißt, ich krieg das jetzt, ne? Ja, ich krieg den Wetzstein. Sehr schön, der kommt nachher in die Bank. Alles, was für Italien benötigt wird, kommt für mich in die Bank. Oh, aber wenn Tahrir gleich losgeht, dann will ich jetzt mal Folgendes machen. Mein Inventar mal leeren, weil sonst habe ich ein Problem. Da kam ich ja gerade noch rechtzeitig da unten. Wenn Tahrir nämlich jetzt dicht ist. Shit, ich brauche einen Händler. Muss also 12 Minuten beginnt Tahrir. Wo gibt's einen Händler hier? Hier ist ein Beherrscherpunkt, den ich noch gar nicht hab. Jo, dann noch viel Erfolg, ne? Jo, ja, danke. Tschüss. Ja. Tschüss. Welcher Punkt fehlt dir denn hier noch? Warte mal eben. Und dann hatte ich mich weggeportet. Ne, ganz rechts war einer. Der fehlte mir noch. Ja, mit der Giftlehre, genau. Der müsste ich dieser Giftkammer rein muss. Müsste ich, glaube ich, jetzt haben, ne? Oder? Wenn du nur oder Itzel was hast, irgendwas musst du da. Also, ich habe die beiden. Ich habe die beiden. Ich glaube, Itzel war. Ja, ich habe die. Itzel müsste ich komplett hochgelevelt haben. Warte mal eben. Ja, dann kommst du da hin und Leiten hast du ja inzwischen auch. Itzel, Hüpfpilze, Blitzgeschwindigkeitspilze habe ich nicht. Ich kenne euer Gesicht noch nicht. Giftlehre habe ich auch noch nicht. Das war noch nicht notwendig. Ja, Giftlehre war's. Okay, dann kann ich das nicht erreichen. So, da ist der Wetzstein. Jetzt werde ich mal anfangen, diese Sachen hier wegzuschmeißen, die man nicht braucht. Ah. Ich weiß nicht, ob man nur das Sammeln braucht dafür oder ob die und dass die Sachen dann wirklich bleiben oder ob sich das resette, wenn man nicht die Sachen verkaufe. Das weiß ich noch nicht. Deswegen bleiben die jetzt meine Bank.
5 Millionen Trophäen. Ich segne euch. Ach, den einen. So, zack, zurück nach Tahrir. Direkt zum Nordtor. Gut, und ab hier, danke fürs Zusehen.